So ein Set-Gegenstand für einen Kriegsmagier wäre doch mal nice, oder? Dass es sowas nicht gibt. Die sterben schnell, würde ich sagen, oder? Mörderischer Schlachtbogen. Na, da müssen wir noch hoch. Das können wir nicht stehen lassen. Stecken wir uns mal hier hinten. Dass die von da unten auch hochkommen. Ja, Junge, da darfst du dich nicht erstmal buffen. Muss vorbereitet sein auf den Kampf. Jetzt machst du hier deine Brust raus und bevor du fertig bist, bist du schon tot. Also, da haben dir deine Kriegslehrer was Falsches beigebracht. Oder du hattest einfach keine Lust die ganze Zeit mit erhobener Brustrünstig? Sagt man dann brustrünstig, wenn dir die Brust rausstrecken? Oh. Ich sehe hier verschiedene Statuen. Ich glaube, wir sind den Ramses nahe. Aber da ist eine Höhle. Ich hoffe ja immer noch auf Epic Loot. Mal wieder. Na, du bist doch noch mit. Bevor wir da reingehen. Na gut. Dann nehmen wir dich nochmal mit. So, wir gehen ja rechts rum, ne? Oder heute mal links? Wir gehen heute mal links. Linksdreh heute mal. Oh, die Türme. Und Level up. Yeah. Mussten wir uns nicht heilen. So, perfekt. Na. Unser Typ ist tot. Na, komm wieder. Passiert. Muss nicht böse sein. Zeige ich da wieder mal eine königliche Truhe mit nur gelbem Zeug drin. Brennen der Großaxt. So. Wir wollten die Vulkankugel verstärken. Wollten wir den verstärken? Das war jetzt hauptsächlich wegen Kampf, ne? Das war hier, dass die Rüstung kaputt geht, aber das brauchen wir nicht unbedingt. Wir greifen die in unserer Nähe ja nicht an, ne? Nee. Das war ja einfach nur hier für so nahe, also Gegner, die uns angreifen direkt. Ja. Das ist mehr Widerstand. Ist auch nicht so, also die Vulkankugel weiter verbessern. Und das halt könnten wir auch nebenbei mitmachen halt. Nochmal 1, 2, 3. Genau, und den könnten wir halt verbessern, weil sein Leben und Energie allgemein hochgeht halt. Aber ist jetzt nicht so viel an Leben halt. Und halt ein bisschen mehr Schaden. So, und wir holen uns mehr Energie. Ich glaube ja. Oh, wir haben ja übelste viele Punkte hier. Haben wir die vergessen? Können wir nicht alle in Energie stecken? Hey, Kobolde. Juhu. Und Chef Golem. Hey, Golem. Hier, Kobold. Ist ja nice. Die gibt's auch in Chefart, okay.
musste gerade an meinen Chef denken. So, scheint eine kleine Höhle zu sein. Ja. Kommt die auch mit? Flip. Erstmal schön Energietrank. Powerade, ne? Ist ja auch blau. Gibt's das noch? Ich weiß gar nicht. Dass wirklich noch jemand trinkt. Ja. Ihr kommt, auch wenn ihr normalerweise nicht fliegen könnt. Zum Ende eures Lebens könnt ihr das nochmal. Ist doch schön. Blum des Verfalls. Wer könnte sonst von sich sagen, er ist... konnte nochmal fliegen. Also die Heilung finde ich sehr, sehr schön hier, die wir uns geholt haben. Man könnte mir auch mit Gesundheitstränken eigentlich abwerfen, aber ja, so macht es mir Laune. Gehen zwar Punkte verloren drauf, aber naja. Dann ist dem halt so. Schwere Holztür. Die haben sie. Und von außen der Riegel. Ja, das ist ja perfekt. Tempel des Seet. Okay. Sehr gute Kisten. Schützen deine Sachen. Schützen deine Sachen. Alles klar. So. Das war hier. Du hier hin. Ach, macht das Laune. Das war's? Ja. Bis dann. Darf's auch wieder nicht rein in den Tempel? Ach, du armes Ding. Magierrüstungen, Stäbe, Tränke. Kaufe oder gehe, aber lungere nicht herum. Mach ich doch nicht, verkaufe nur. Kaufst du alles auf, was ich dir gebe, oder? Klaro. Stärke. Plus 11 Intelligenz gegen 91 Energie. Jo, nehmen wir. Brennender Totemstab. Nö. 128 Energie. Wir haben ja den schönen Ornamentring bekommen, ne? Nee. Das Leben ist viel mehr wert dort oben drauf. Jetzt verbrauchen wir viel weniger Gesundheitstränke. Der arme Nate. Ein junger Priester. Der, den Sie einen Telkine nennen, ist hier durchgekommen. Als er kam, flohen wir alle, denn wir waren Feiglinge. Aber unser Oberpriester Nebkemi stellte sich vor den Schreckenszauberer. Mit hoch erhobenem Stab und ausgestreckten Armen bekämpfte er ihn. Jedoch wendete der Telkine den Zauber gegen Nebkemi. Unser mutiger Oberpriester wurde verändert, völlig umgeformt. Er ist nun einer von ihnen. Oh, oh, das klingt nicht gut. Wie soll ich jetzt Zauber haben? Hoffe, ihr kriegt er mich damit nicht rum, ey. Das wäre nicht so gut. So, du fette Wanzen. Nein, dich nicht. Lieber den Henne Nisut alternder Soldat. Alternd? Das ist mehr als alternd. Alle fragen, woher die Monster kommen. Das ist doch klar wie der Tag. Sie wurden von den Feinden der Götter geschickt. Ja. Du hast noch deine alteingesessene Meinung. Hier, Männer, Bürger, der sieht jugendlicher aus. Bist du derselben Meinung? Sei gegrüßt, Krieger. Wie bist du lebend hierher gekommen? Die Monster haben jeden auf den Straßen getötet.
Ich habe eine große Gruppe Monster gesehen, die von einem schrecklichen Zauberer angeführt wurde, der nach dunkler Macht roch. Das muss der Telkine gewesen sein. Es war ein schreckenerregender Anblick. Sie gingen einfach durch den Tempel und durch das Tor, bis hin zum Tal der Könige. Die sind schon da. Das ist gar nicht gut, wenn die uns schon voraus sind. Die Bürger, hast du sie auch gesehen? Hast du schon das Neueste gehört? Ein schreckliches Monster war hier. Sie nennen es den Meister der Bestien. Kreaturen des Sandes folgen ihm wie loyale Hunde. Oh oh. Sie haben ihn alle gesehen. Das ist nicht gut. Oh, ein Geschichtenerzähler. Eine Geschichte. Harpusene, erzähl uns eine Geschichte. Ach, die Toten. In diesen Zeiten gibt es so viele Tote. Als Ägypten noch unbehelligt war, wurden alle mit dem Buch der Toten beerdigt. In diesem Buch stehen viele Zauber und andere Dinge, die man wissen muss, um sicher durch das Königreich der Toten zu gelangen. Nachdem sie an den Dämonen und Monstern vorbeigekommen sind, erreichen sie die Hallen der Toten. Dort wiegt Osiris ihr Herz auf der Waage der Gerechtigkeit. Auf der einen Seite das Herz, auf der anderen die Feder der Wahrheit. Wenn sie im Leben tückisch waren, dann ist das Herz schwer und sie werden zu dem Monster Amut, dem Seelenfresser, geworfen. Aber wenn das Herz leicht ist, dann sind sie frei, bekommen eine zweite Chance im Land der Toten. Aha. So machen die das. Ja, hat jeder seine eigene Art, ne? Wie er entscheidet. Hier geht's weiter. Ich glaube ja. Können wir hier rein? In den Tempel? Ne, dürfen wir nicht. Ja, den Tempel haben sie stehen gelassen, weil sie halt... Du kannst diese Tür nicht öffnen. Oder ist doch ein Riegel. Weil sie schnell weiter mussten. Der Tekino weiß, dass ich immer auf den Fersen bin. Deshalb hat er den Tempel, weil sonst hat er alle Tempel bisher zerstört, ne? Ist ja keiner übergeblieben. Wo wir bisher lang gekommen sind. Der Hochlandpass. Hier ist eine Wüste. Hier könnten wir wirklich... Ramses Grabstätte finden. Na, mach da auf. Skorpers. Die sind stärker ein bisschen. Die laufenden Skorpione sind etwas stärker. Kompositbogen. Und zack. Aber sie konnten noch einen Pfeil abfeuern. So, machen wir mal ohne Energieverschwendung. Ui, ein einfacher Gesundheitstrank. Ach ja. Das ist gut, dass die so schnell sind, wa? Das gefällt einem Zauberer. Hier ist Schluss, wa? Kann man hier weitergehen? Wir gehen erstmal hier rein. Meretsegakam. Was? Wie liest man das? Meretsegakam. Keine Ahnung. So, vorhin sind wir links gegangen, dann gehen wir jetzt wieder rechts. Genau, erstmal looten.
müssen doch nicht kämpfen. Was denkst du denn? Trank, Trank, Trank. Und Hundis. Hundis. Bum. Gestorben. Tod und Verderben. Kommt die Falle auch kaputt? Ich glaube, die haben jetzt keine so mechanischen Teile oder wie das hieß drinne. Oh. Wächterstatue aus Sandstein. Seid aber nicht stark. Oder verträgt Sandstein kein Feuer? Hm. Doch, müsste eigentlich. Verriegelt. Verriegelt? Achso, weil der Nebkimi. Ach, das ist der Nebkimi, der korrupte Priester. Wieso korrupt? Korrupt heißt doch, dass er von alleine das macht, oder? Er wurde ja verzaubert. Er kann ja nichts dafür, dass er anders ist. Heißt korrupt nicht, dass das von jemand anderem kommt? Hm. Also, dass es von sich aus kommt, weil jemand ein anderer ihm die Wahl stellt. Also, jemand, der korrupt ist, hat ja immer noch die Wahl, irgendwas anzunehmen oder es sein zu lassen. Ne? Weil sonst wäre es ja Erpressung. Das ist ja wieder ein bisschen anders. Der Priester hier, so wie es gesagt wurde, wurde ja einfach übernommen. So, wo kommen wir jetzt wieder rein? Hier? Ja, okay. Ging es doch nicht weiter. Oh, da ist ein Grab. Haben sie die ganzen toten Tiere reingeworfen. Oh, sie sind da reingefallen. Verende. Das kann natürlich auch sein. Skorpos, Menschenschlechter. Hier geht's weiter. Gehen wir erstmal hier erkunden. Achso, ist auch nur so eine schmale Map hier. Hier. Ist auch noch eine Karte. Dann gehen wir erstmal hier lang. Da gibt's ja auch nochmal eine Höhle. Oder Katakombenhöhlen gibt's ja nicht so viele. Mehr gegrabene Sachen hier. Achso, das war's schon. Hm. So irreführende Wege hier immer wieder. Das gibt's ja nicht. Da runterschießen? Nein. Doch nicht. Das sieht cool aus. Schöner Ausblick von hier oben. Kommt Vögel. Alle zu mir. Ihr federlosen Geier. Federlosen Geier.